hat MTV das musikalische Werk von Mando Diao veredelt. Für die Schweden hieß es in Berlin, Stecker raus, es wird Unplugged gespielt. Down in the Past ist ihre erste Single. Und aus der Vergangenheit, direkt aus den 60ern, kommt auch einer der Gastmusiker, Ray Davis, Sänger der legendären Kinks. After the gig I felt, oh shit, he's really behaving. Nach dem Konzert dachte ich, oh, er benimmt sich wirklich wie ein Rockstar. Er verschwendet keine Zeit. Er kommt auf die Bühne, spielt seinen Kram und dann haut er einfach wieder ab. Der lamentiert nicht rum. Er macht einfach sein Ding. Als weiterer Gast auf der Bühne das singende Hollywood-Starlet Juliette Lewis, bekannt aus Natural Born Killers, From Dusk Till Dawn und Starsky & Hutch. Mit Mando Diao-Sänger Gustav legte sie auf der Bühne eine Oscar-reife Liebesszene hin. Ihr hättet die beiden mal hinter der Bühne sehen sollen. Sie ist ein Profi und während der Show hat sie dann Gustav angespornt, damit er richtig aus sich rauskommt. Doch nicht nur Hollywood-Stars fahren auf die Schweden-Rocker ab, auch ihre Fans überschütten die Band mit Liebesschwüren. But on Internet, not in my mail at home, you know. Ja schon, aber per E-Mail. Keine Briefe in meinem Briefkasten. Natürlich kriege ich komische Anträge, umgezogene, verrückte Sachen. Von Jungs und Mädchen. Aus Spanien melden sich eher Männer. Freunde und Fans von Mando Diao können sich die Band jetzt ins Wohnzimmer holen. MTV Unplugged ab 12. November im Handel. Thank you very much.